Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. In den letzten Folgen haben wir uns auf den Weg gemacht, der morgischen Morgenröte ordentlich auf den Schlips zu treten. Die haben nämlich vor, ein Oblivion-Tor zu öffnen und deswegen befinden wir uns gerade in Gabriele und machen sie mal richtig fertig. Nicht die Gabriele, sondern die morgische Morgenröte. Mythische Morgenröte. So hieß das. Und mein Sichtfeld ist verschwommen. Geil. Das wird eine richtig tolle Folge für uns alle. Ach Gott, ist das ekelhaft. Kann ich das nicht irgendwie... Bin ich vielleicht abhängig oder so? Ich bin gemattet. Was auch immer das heißt. Gift. Gift will ich mir jetzt nicht unbedingt reinziehen. Ja, ich glaube, Zaubertränke bringen mir da nichts. Obwohl Zaubertränke durstlöschend? Naja, hier steht nichts von durstlöschend. Naja, gut. Dann ziehen wir uns einfach mal. Ja, ein Bier rein. Nee, ist aber noch. Ich zieh mir all mein Bier rein, so. Hat nichts gebracht. Oh, ich hab Glück gehabt. Oh, oh mein Gott. Da! Lass, ja sie! Nur zur Sicherheit, ne? Hab ich den versucht? Nee. Doch. Ja, wie komme ich denn jetzt hier vorbei? Ich will die looten. Bögen verursachen 60 Sekunden lang 8% mehr Schaden. Oh mein Gott. Davon müssen wir welche herstellen. Ja. Leben am Limit. Oh, ich muss schlafen. Warum habt ihr hier nirgendwo einen Schlafsack stehen oder so? Das ist doch nicht euer fucking Ernst, ey. Wofür mache ich mir hier die Mühe? Ach komm. Ja. Oh. Ich erkenne hier gar nichts mehr. Ob es hier so eine Art Zelt gibt, das man aufschlagen kann. Das wäre nice. Lass, ja sie. Okay, das dürfte die andere Seite sein. Was bringst du? Ich habe keine Ahnung. Hat wahrscheinlich irgendwas getan. Mal vernichten wir erstmal den Typen. Platziere die Eileiten Elementarsplitter. Ah, okay. Na komm, ihr müsst doch hier irgendwo ein Camp aufgeschlagen haben, oder? Das könnt ihr mir jetzt nicht antun. Aber dieses verschwommene Gedöns hier, das geht mir so auf den Sack. Ach, boah, okay. Nehmen wir erstmal die Steine hier raus. Okay. Wir gucken Richtung Norden an dieser Stelle. Ja, ja, es ist ein tolles Norden. Hier ist Norden. Luftnorden. Dann haben wir Süden ist da die Erde. Ost. Ach Gott, scheiße, was war denn das? Westen. Bevor ich jetzt alles aber durchlesen muss. Halt! Muss ich hier auch noch was reinsetzen? Nee.
offensichtlich ist jetzt nicht so viel passiert. Okay, dann tauschen wir die. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich die anderen beiden ordentlich gesetzt habe. Wasser. Willst du mich jetzt verarschen? Habe ich die nochmal falsch eingesetzt? Licht. Ich habe sie zweimal hintereinander falsch eingesetzt. Geil. Ich bin Profi. Ist die Tür gerade aufgegangen? Lars, ja, sie! Das heißt, wir dürften jetzt ab hier keine morgischen Mythen. Ihr wisst, wen ich meine. Morgische Mythenröte. Ich glaube, so hießen die. Finden. Es wäre viel epischer, wenn ich nicht eine Brille bräuchte. Ich nehme den Stein, sobald ich hier fertig bin. Der sieht aus, als würde er gleich aufstehen wollen. Komme ich hier hoch, ja. Kümmern wir uns erstmal um diesen Kollegen hier. Bleib cool. Alles in Ordnung. Ich liege jetzt nicht auf dir drauf, um dir in den Kopf zu schießen. Ach du Scheiße. Der hat ziemlich menschliche Füße, muss ich sagen. Kannst du mal ein bisschen mehr Schaden bekommen? Das wäre echt elegant. Der ist verdeckt, ja? Die sind alle verdeckt. Lars, ja, sie! Dann hole ich mir zumindest mal den auf der anderen Seite. Weil die anderen drei werden definitiv aufstehen, sobald ich den Welkenstein nehme. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und weil es so schön ist, was soll denn das, sag mal? Wollt ihr nicht irgendwie mal ein bisschen mehr Schaden nehmen? Wäre das eine Option? Ah, du bist auch ein Bogenschütze. Geil. Würde mal so ungefähr 50 mal mehr Schaden geben. Ich habe nicht gespeichert. Ich bin voll Horst. Okay. Das ist, interesting. Oh, Scheiße. Ich höre, wie andere aufgewacht sind. Jetzt stirbt doch einfach! Meine Güte! Was? Wo? Oh mein Gott, was bist du? Oh. Sturmatrinarch, okay. Ich sollte mir was, so. Kurz was zu trinken gönnen. Ach. Das war einfach als gedacht, okay. Was bist du denn? Narion, der Unsterbliche. Oh, ich bin ermattet, scheiße. Das war die Stunde, die ich verloren habe. Was habe ich denn noch am Start? Eisform. Ich weiß gar nicht mehr, was Eisform war. Scheiße. Wie? Ich bin. Oh Gottes Willen. Ich bin so am Arsch. Okay, was habe ich noch? Drachenform, Drachenfall. Ich habe bestimmt noch einen Schrei, der ein bisschen besser ist. Drachenruf.
Höre meine Stimme und erscheine, ich rufe dich herbei in meiner Zeit der Not. Schneejägerflügel, Drachenruf, Druckwelle. Deine Gegner hören dein Tun, kennen jedoch nicht seinen Ursprung, den sie daraufhin zu suchen beginnen. Duni will beschwören. Das war ein Drache, ne? Dein Tum erfüllt deine Arme und mit der Geschwindigkeit des Windes und ermöglicht schnelle Schläge mit deiner Waffe. Schrei schlägt Stahl. Du entreißt deinem Gegner die Waffe. Atme ein, atme aus. Der Tum erschafft ein Flammenmeer. Ach, so eine Scheiße hier. Ich drehe hier gar nicht durch. Und ich sehe nichts. Alles ist verschwommen. Ohne den Dremora-Fürsten wäre ich am Arsch. Scheiße. Ich bin am Arsch. Oh oh, der andere kommt zu mir. Und der Dremora-Fürst ist weg. Die wissen nicht, wo ich bin. Ich verstecke mich, bis ich genug Magika habe. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Ich glaube, sie wissen es schon. Ah, war vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Weil meine Ideen sind manchmal nicht die besten. Oh, da ist dieser komische Fürst. Okay, kann ich dasselbe mit dir auch machen? Moment. Ich bin ein Genie! Wo ist er hin? Das ist der Geist. Der irgendwie einen Barren mit sich hatte. Da ist der Geist. Knochenmehl, Riele, Schlüssel, Welkenstein, Stab von Elnoede, verursacht auf dem Boden, gesprüht eine Blitzwand, die 50 Punkte Blitzschaden pro Sekunde verursacht, absorbiert 8 Punkte Ausdauer pro Sekunde vom Ziel. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht der geilste Shit, aber ich nehme es trotzdem. Und jetzt plündern wir ein bisschen. Da oben wird vermutlich noch einer sein, der Bock auf uns hat. Deswegen werden wir da gleich mal hingehen. Und zwar mit dem Dremora-Fürsten. Aber vorher habe ich noch das hier gesehen, als wir uns versteckt haben. Untote bis Stufe 30. Ja, komm. Braucht keine Sau. Untote, ja komm. Braucht keiner. Nimm die Tränke mit. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Unsere Magier wird sowas von nicht ausreichen. Hey, aber ich sehe dich mal verschwommen. Krass. Oh, guck mal, wie friedlich der schläft. Dremora-Fürst ins Gesicht. Ich regel das schon, Kollege. Ich regel das schon. Wachen Sie auf. Ich mach ohne Schleichschaden, mach hier gar nichts an Damage. Alter Schwede. Und deswegen basteln wir uns nach dieser Questreihe auf jeden Fall ein Dolch. Okay, jetzt können wir das Ding aufheben. Oh, was haben wir denn hier noch? Belebt einen sehr mächtigen Tod wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Das ist ja gar nichts. Komm. Da kacke ich länger, weißt du? Okay.
Ach so. Er ist doch schon tot. Oh, habe ich jetzt meine Quest zerstört? Ja. Hier liegt der Quest. Gucke mal. Ach komm. Moment. Das ist ein Plan. Ich habe echt keinen Bock, dass da irgendwas kaputt geht. Nehme zuerst den Stein. Was machst du hier unten? Kollege? Ich bin hinter dir. So. Ich möchte keine Quest mehr kaputt machen, bitte. Ach, der ist aufgestanden. Aber er weiß nicht, wo ich bin. Perfekt. Okay, dann bräuchte ich bitte mal wieder den Dremora-Fürsten. Der regelt für mich. So wird das nichts. Oh, ich hasse es. Wir müssen unbedingt irgendwie mehr Schaden machen. Guckt euch das an. Das hält sich am Kopf nicht aus. Ob Pfeile ins Knie kritischer Schaden sind? Das wäre mal ein Easter Egg. Der würde mir gefallen. Dann gehen wir aus dem Weg. Dein Herr will ihn töten. So, Quest. Jetzt ist richtig. Finde Hinweise zum Standort des Tors im Reich des Vergessens. Unter der Akademie von Winterfeste. Wo könnte ich denn Hinweise bekommen? Wenn ich einen Hinweis hier. Wo würde ich mich verstecken? Was zu sagen, ne? Der Leichnam hatte jetzt keine Infos, oder? Das war nicht der Leichnam. Das heißt, unsere einzige Informationsquelle ist die Akademie. Mehr wissen wir nicht. Das heißt, ich würde mal glatt behaupten, wir gehen einfach dahin. Aber erstmal zu Hause. Komm. Erstmal gehen wir ab nach Hause und dann schauen wir weiter. Was hier jetzt natürlich auffällt bei diesen Questreihen, die andere gemacht haben. Bethesda hat das gerne so gemacht, dass am Ende noch ein Weg nach draußen ist. Wir müssen jetzt hier tatsächlich einmal komplett nach Hause laufen. Na gut, also nicht nach Hause, sondern rauslaufen. Es sei denn, wir kriegen gleich Besuch. Ja, es war jetzt nicht, was ich machen wollte. Wir sollten an dieser Stelle auf jeden Fall speichern. Ich mag das nicht alles nochmal machen müssen. Und ich muss ganz dringend schlafen. Na komm, laufen wir raus. Eventuell werden wir gestört. Ich hab's vergessen. Eventuell werden wir dabei gestört von irgendjemandem. Das könnte doch der Hinweis sein. Willst du mich jetzt nicht verarschen? Komme ich jetzt hier raus? Gut.
Hatten wir nicht einen Knopf irgendwo gesehen? Habe ich den beim Laden vielleicht nicht gedrückt? Was könnte es sein? Dies könnte es sein, Freunde. Schauen wir mal. Jawohl. Oh, schade. Ah, der Ausgang. Ach, guck mal, jetzt wird mir sogar eine Quest angezeigt. Irele. Ich höre jemanden. Die fighten da. Ah, wer ist stärker? Der Geist ist stärker, ne? Ah, weißt du was? Prügelt euch doch. Ist mir doch scheißegal. Ich wünsche euch viel Spaß. Hekerfleisch. Ah, das von der mythischen Morgenröte verliert. Kann das sein, dass ich einen Schaden verliere? Ne, immer noch gleich. Ja gut, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis einzuschreiten, vor allem nicht, weil ich so absolut gar nichts sehe. Aber ich habe doch so unendlich Schaden an den gemacht, an den Geistern, an den normalen. Wieso ist das jetzt nicht mehr so? Hä? Was geht mit dir ab? Willst du nicht mit den anderen prügeln? Er weiß nicht, was ich habe. Oh. Haha. Ich wünsche euch viel Spaß, ihr Lappen. Ich bin mal weg. Scheiße. Okay. Müsste zuerst auf den hinteren, wa? Auf den Kollegen. Aber ich... Es ist alles so verschwommen. Wächtervollstrecker. Der hat sich geheilt. Der war ziemlich menschlich. Hä? Wer bist denn du? Befehle des Wächters. Die Wächter sind die letzte Verteidigungslinie zwischen Licht und Dunkelheit. Wenn diese schändlichen Individuen es schaffen, das Tor zu öffnen, dann sind wir Stander verpflichtet, nicht eine einzige Abscheulichkeit hindurchkommen zu lassen. Findet das Tor und sichert es. Was auch immer dazu nötig ist, wir müssen die Linie halten. Oh, ich habe einen von den Guten umgebracht. Das könnte problematisch werden. Variationen der Dendra. Okay, Amulett von Stander, Wächtervollstreckerrüstung. Ist eine schwere Rüstung. Ja, ich brauche keine schweren Rüstungen. Sieht aber cool aus. Lass Gazi! Ich glaube, wir sind safe. Ja! Freiheit! Moment! Scheiße. Die Quest führt dahin! Oh, okay, okay. Puh. Wir müssen nicht weit gehen. Alles gut. Tagebuch des Wächtervollstreckers. Zerrissene Notiz. Im Schatten Velotis, wo Ströme schwarz sind wie Kohlenpale in unserem Rücken, Schorsstein zu den Sohlen, Windhelm auf unseren Schultern, jenseits lauert Nacht. Vom Dämmern blutet aus roten Narben die helle Pracht.
Ach nee, das ist ein fucking Rätsel, das sehe ich doch. Komm, nehme ich mit. Ah. Na gut, der macht nicht so wirklich viel Schaden. Okay, Bücher. Sonnenhöhe, vierte Ära, und die 14. Sonnenhöhe, vierte Ära, 201. Das heißt, wir sind jetzt wieder zurück in der Vergangenheit und, was stand da optional? Egal, ich lese mir gleich durch. Da, wo quasi das mit der morgischen Mythenröte auch passiert ist. Unsere Spione in der Stadt berichten von heimlichen Gerede der Leute über die mythische Morgenröte. Auch wenn die letzten Exemplare dieser Abscheulichkeit vor Hunderten von Jahren vernichtet wurde, müssen wir diese Berichte doch ernst nehmen und wachsam bleiben. 25. Sonnenhöhe, 4. Ära 201. Unsere Agenten in Cyrodiil berichten, dass eine Gruppe geheimnisvoller Reisender nach Bruma gekommen ist, um dort einem wohlbekannten Forscher viele Fragen über die Eileiden gestellt haben. Vor allem über die Ruinen von Riele. Die Reisenden stellten auch Fragen zu großen Weltkühnsteinen, von denen man seit Jahrhunderten keinen mehr zu Gesicht bekommen hat. Ich schicke ein paar Kundschafter zum Fahlen Pass, um die Sache im Auge zu behalten. Wenn hier die Dunkelheit im Spiel ist, wird das Licht der Wächter sie finden. Zweite, letzte Saat, vierte Ära 201. Dieselbe Gruppe fragwürdiger Reisender hat erneut den fahlen Pass Richtung Bruma passiert, diesmal im Schutze der Nacht. Man verfolgte sie, aber die Spuren verloren sich im Schatten. Unsere Agenten errichteten eine Sperre, um jeden Vorbeikommenden aufzuhalten und zu befragen, aber die Gruppe wurde kein weiteres Mal dort gesichtet. Wenn die Reisenden nach Himmelsrand zurückgekehrt sind, dann muss es bei Mondschein und durch die Geralberge geschehen sein. Stenda sei dem gnädig, der sich des Nachts in den zerklüfteten Hängen verliert. Dritte, letzte Saat, vierte Ära 201. Der Forscher in Bruma ist verschwunden und ich muss annehmen, dass diese geheimnisvollen Reisenden dafür verantwortlich sind. Wenn die Gerüchte über die mythische Morgenröte stimmen, dann stehe uns Stenda bei, falls sie einen großen Welkenstein in ihre Hände bekommen. Wofür benötigen sie so ein mächtiges Artefakt nur? Ich habe Spione und Agenten in jeden Winkel von Himmelsrand geschickt, damit sie unter den Leuten Erkundigungen einholen und jedem hinterher spüren, der auch nur annähernd verdächtig ist. Zehnte, letzte Saat, vierte Ehre 201. Wir folgen nun einem Mann namens Scorwield. Wir glauben, er könnte ein Dedra-Jünger sein und womöglich ein Mitglied der mythischen Morgenröte. Sein Bruder wurde seit kurzem vermisst. Neben einigen anderen, die ungefähr zur selben Zeit verschwunden sind. Wir werden ihm dicht auf den Fersen bleiben. 16. letzte Saat, 4. Ära 201. Nach einigen Wochen der Beobachtung dieser diverser Verdächtiger beschlossen wir, eine Person gefangen zu nehmen, von der wir glauben, dass sie ein hochrangiges Mitglied der mythischen Morgenröte ist. Sie hatte sich unauffällig gekleidet und gab sich tagsüber als Händlerin aus. Wir durchsuchten ihr Quartier und fanden eine rote Robe mit dem Sonnensymbol von Merunes Dagon. Zudem entdeckten wir ein Tagebuch, in dem davon die Rede ist, dass ein Tor ins Reich des Vergessens erneuert wurde und man den Versuch unternehme, es zu öffnen. Wieso zum Teufel schreibt man ein Tagebuch über sowas? Oh, liebes Tagebuch, heute möchte ich erneut die Welt vernichten. Ich lasse dich mal zu Hause liegen, damit andere dich finden, um mich aufzuhalten. Danke, bitteschön. Ich habe beschlossen, um Verstärkung zu ersuchen. Wenn das Geschriebene wahr ist, dürften die Wächter von Stenda allein nicht genügen, um ihn aufzuhalten. Was sich da zusammenbraust. Die Priesterin der mythischen Morgenröte gab keinerlei Wissen preis und kam bei der Vernehmung zu Tode. Es war ein langsamer Tod, aber die Wächter kennen bei Jüngern der Dedra keine Gnade. Kann die Macht eines großen Welkenstein verdorben und ihn in unredlicher Absicht verwendet werden? Das darf nicht geschehen. Wir müssen dieses Tor ins Reich des Vergessens finden. Im Tagebuch befand sich eine zerrissene Seite mit folgenden Worten. Im Schatten Velutis, wo Ströme schwarz sind wie Kohlen. Pale in unserem Rücken, schor Stein zu den Sohlen. Windhelm auf unseren Schultern jenseits lauert Nacht. Vom Dämmern blutet aus roten Namen die helle Pracht. Dies könnte ein Hinweis auf ihren Standort sein. Ich entsende jemanden, um das zu untersuchen.
während ich eine kleine Truppe versammle und über den nächsten Schritt entscheide. 17. letzte Saat, 4. Ära 201. Drei meiner Agenten, die Verdächtige observierten, werden seit letzter Nacht vermisst. Ich glaube, sie wurden von der mythischen Morgenröte gefangen genommen. Stander sei ihnen gnädig. Wir hätten bei der Festnahme einer ihrer Priesterin vorsichtiger sein sollen, aber wir hatten schnell handeln müssen. Ich habe eine Gruppe zusammengestellt, die sich nach Riele aufmachen soll. Wir müssen jetzt zuschlagen. Vielleicht können wir den Dedra-Anhängern auflauern. Einer meiner Kundschafter glaubt, dass das Rätsel tatsächlich auf den Ort hinweist, wo sich die mythische Morgenröte verbirgt. Wir müssen uns vorsichtig nähern, um nicht in Unterzahl zu geraten. Stander segne uns. Es ist ein fucking Rätsel. Ich wusste es. Mann. Aber anscheinend führt uns die Quest direkt dahin. Die Frage ist, will ich es wissen oder will ich es selber auflösen? Trage eine Robe der mythischen Morgenröte. Hier muss noch mal ganz kurz zurück. Aber wenn dann ganz, ja? Wenn dann ganz, Leute. Das Schöne ist, ich muss ja nicht mal eine Waffe mit mir führen, denn ich zauber mir einfach eine her. So. Dann würde ich sagen, finde das Tor ins Reich des Vergessens. Wir machen das mal aus. Ich möchte ein bisschen selber nachdenken. Aber vorerst werden wir einmal kurz nach Hause reisen. Da steht jemand. Nach Hause reisen und uns mal ein bisschen ein Dolch zusammenschmieden und zusammensuchen. 15-facher Schaden klingt schon nicht schlecht, ne? Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.